Einstein wird Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X. Ich sehe leider nicht. Ja, ich auch nicht. Wo bist du? Ich bin auf der Suche nach einem seltenen Bewohner hier im Engadin. Er ist erst seit ein paar Jahren wieder zurück und kein Bescheuch. Darum, ich weiss es nicht, aber ich bleibe jetzt einfach einmal optimistisch. Wir finden den schon. In dieser Sendung sind wir auf den Spuren von tierischen Rückkehrern. Von Wildtieren, die der Mensch einmal ausgerottet hat und die jetzt aber wieder ein Zuhause bei uns gefunden haben. Bei gewissen muss mit grossem Aufwand nachgeholfen werden. Sollen wir das überhaupt machen? Mit jedem Handeln und Nicht-Handeln greife ich mir in die Natur ein. Was sind die grossen Herausforderungen? Also wir hocken da so ein bisschen auf einem Pulverfass. Hat es also überhaupt genug Platz in der kleinen Schweiz? Einstein, heute über zurückgekehrte Wildtiere und die Rolle des Menschen. Ich bin im Oberengadin. Dort taucht seit ein paar Jahren immer wieder ein Rückkehrer auf. Einer, der von selber wiedergekommen ist, nachdem er über 20 Jahre lang verschwunden war. Der Fischotter. Ich würde ihn gerne sehen. Aber er ist scheu und nachtaktiv. Aber wenn ihn jemand findet, dann der Wildhüter Thomas Wehrli. Er weiss, wo sich der Fischotter gerne umtreibt. Da müssen wir jetzt gut schauen. Da, an der engsten Stelle, geht er gerne drüber. Da. Schau da. Ja, doch, doch. Da siehst du. Ah, dort kommt von unten raus. Aus dem Wasser rauf. Ja. Da ist er rauf, rauf, rauf. Jetzt müssen wir schauen, ob er irgendwo da einen. Ja, schau da. Da hat er einen riesen Satz gemacht. Ja. Alles auf dem Bauch runtergerutscht. Also, eine Rutschbahn. Sieht aus wie für eine Rutschbahn. Jetzt ist da ein bisschen Reife drauf, aber das ist eine frische Spur. Das ist in den letzten zwei Tagen, muss er da von dem Bächli da über ihn gegangen sein. So über. Ach, der rutscht auf dem Bauch runter und wir verfrieren fast. Aber sein Fell ist, glaube ich, das Rezept, oder? Ja, genau. Er hat, dass er so warm hat. Pro Quadratzentimeter hat er 70'000 Haare. Und es kommt gar nicht Wasser bis auf die Haut runter. Ja. Und es macht ihm überhaupt nichts, da in den minus 20 Grad rumzuschwimmen. Und wenn er aus dem Wasser kommt, tut er sich gerade wälzen im Schnee und tut das Fell so wieder trocknen an der Oberfläche. Ja. Ja, schauen wir weiter. Da hat sicher noch mehr. Ja, wenn wir ein bisschen in Bewegung bleiben, dann haben wir fast so warm wie der Fischotter. Schau, da ist noch mal eine. Und was für eine schöne. Das ist die schönste. Schau mal da. Oh, ja, das ist jetzt eine richtig schöne Rutschbahn. Ja, und unten siehst du noch die Spur vom Schwanz. Siehst du den Schwanz, ja, genau, wo sich abzeichnet? Ja, das ist wirklich super. Und schauen wir mal, wo er da oben ist. Also da ist er runtergerutscht. Da ist er raufgekommen. Da ist er raufgekommen. Und jetzt musst du schauen, das ist Fischotterkot. Wir müssen noch schauen. Ja, ja, eindeutig. Jetzt geht er schmecken. Komm, geh schmecken. Dann weisst du, was er gefressen hat. Also, es schmeckt doch nach nichts in der Kälte. Nein, nein, das schmeckt extrem nach Fisch. Ah, mal Fisch. Ja, Fisch, also wie ein bisschen wie Lebertran. Das ist extrem. Sie haben das Gefühl, dass das mehr als ein Fischotter ist. Also es ist da rauf, da runter, dort rauf wieder, da hinten runter. Das Gefühl, das sind wahrscheinlich die Jungtiere vom letzten Jahr. Die sind noch zusammen unterwegs. Und es gibt also nicht nur Spuren, sondern auch Bilder von ihm. Eingefangen von Kamerafallen. Hier sogar von Jungtieren. Wie viele Fischotter im Engadin daheim sind, ist aber nicht klar. Vermutlich sind es aktuell 3 grosse und 2 junge. Gibt es eigentlich auch Leute, die nicht so Freude haben, dass die Fischotter wieder im Bündnerland sind? Weil gerade früher, die Fischer, die haben ja rigoros gejagt, weil er den Fisch weggefressen hat. Ja, der Kanton hat sogar eine Prämie gezahlt. 35 Franken, glaube ich, waren damals für einen toten Fischotter. Aber die Fischotter sind eigentlich relativ frisch da und viele Leute wissen es ja gar nicht. Und wir tun auch den Fischereiverein an den Versammlungen auftreten, die Wildhüter, und tun, erzählen, dass die Fischotter da sind. Und bis jetzt ist kein Problem. Es ist ein Stück Natur eigentlich, oder? Sie sind von allein zurückgekommen, wir haben es nicht gebracht, wir haben es nicht ausgesetzt. Und
Die haben auch ihre Lebensberechtigung jetzt hier oben. Ist denn die Gefahr gross, dass es plötzlich eine riesige Population gibt? Nein, das sicher nicht. Oder? Ein Weibli hat etwa 11 km, 12 km Fluss als Revier. Und ein Männchen, also ein Weibli? Ein Weibli. Und ein Männchen hat etwa 40 km Fluss und kontrolliert mehrere Weibli. Und beide leben territorial, also es verträgen sich nicht zwei Weibli nebeneinander. Und darum, nur schon von dieser Distanz, wird es drei, vier Fischotter geben, mehr sicher nicht. Wie der Fischotter sind auch andere Wildtiere in der Schweiz fast oder ganz ausgerottet gewesen, aber dann wieder von allein zurückgekommen. Darunter das Wildschwein. Der Steinadler. Das Reh, der Rothirsch oder der Wolf. Zu ihm später mehr. Zuerst zum Rothirsch. Er ist unterdessen bis ins Mittelland zurückgekommen. Er ist nachtaktiv und hat so auch in der Zivilisation ziemlich Ruhe vor uns Menschen. Was mich sehr fasziniert, ist, dass er seine Lebensräume so gut wie möglich ist, eigentlich selber recht gut neu erschliessen kann. Und in der Nacht kommen die Rothirsche häufig auf die Felder. Und das ist schon eigentlich eine extreme Verhaltensänderung, die hier stattfindet. Vor 200 Jahren war das Wild fast verschwunden. Intensive Jagd, das Abholzen des Waldes und eine Eiszeit raubten dem Rothirsch seinen Lebensraum. Erst nach Einführung des Jagdgesetzes 1875 kamen die Hirsche zurück. Heute gibt es um die 40.000 Rothirsche im ganzen Land. Und es werden immer mehr, auch im Mittelland. Claudio Siegner erforscht, wie sich die Rothirsche im Mittelland verhalten. Dank GPS-Halsbändern kann er einzelne Tiere tracken. Er will herausfinden, wo sich die Wildtiere aufhalten und wo der Mensch mit Straßen oder Siedlungen das Tier in seinen Wanderungen hindert. Damit das Zusammenleben klappt, wird der Hirsch in der Schweiz geleckt. Mit Schutzgebieten und Zonen, in denen er intensiv gejagt werden kann. Denn manchmal stört nicht nur der Mensch, das Tier, auch der Hirsch kann ein Störenfried sein. Förster Jürg Altweg besucht mit dem Wildbiologen die Eiben im Sielwald. Der seltenste Nadelbaum der Schweiz ist ein besonderer Leckerbissen für den Hirsch. Hier sieht man jetzt so eine ganz dicke, alte Eibe, die geschält ist. Obendurch noch nicht ganz rundum, darum ist sie jetzt auch noch nicht teuer. Man sieht sie jetzt schon weniger Nadeln, ja. Aber sie lebt noch. Zum Beispiel hier sieht man, das ist hier ein altes Stück, wo sie angefangen haben. Dann kommen sie wieder. Und bis sie eigentlich stammumfassend geschält ist und dann abstirbt. Unklar ist, warum Hirsche den giftigen Baum so gierig schälen. Womöglich gelangen sie so an wichtige Spurenelemente für das Geweih. Oder die Toxine in der Rinde helfen als Entwurmungsmittel. Innerhalb 3 Jahren hat sich hier die Anzahl der am Stamm geschälten Eiben vervierfacht. Dabei sind die 60.000 Eiben am Albis ein bedeutendes Restvorkommen in Europa. Klar, wenn wir jetzt an so einen Ort kommen, wo so viele Eiben geschält sind, dann haben wir natürlich ein Stück weit Panik. Weil wenn wir schauen, von den Eiben, die jetzt so in diesem Hang sind, sind ja praktisch alle Türen. Es sind nur noch ganz wenige, die grün sind. Von dem her glaube ich, ohne Schutz vom Mensch, mit der Präsenz vom Rotwild, wird hier kein Eibe überleben. Anderswo im Sielwald laufen Versuche, wie man die Bäume schützen kann. Mit Holz, Farbe und Netzen. Der beste Schutz ist das Kunststoffnetz, zeigen erste Ergebnisse. Reicht das als Lösung? Können Mensch und Rothirsch friedlich zusammenleben? Wenn Menschen immer nur ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, wird es schwierig. Aber nur schon rein die Tatsache, dass wir jetzt hier seit ein paar Jahren Rothirsch haben, zeigt ja auch, dass er hier Lebensraum findet. Einen Lebensraum gefunden hat auch der Fischotter im Engadin.
Nicht zuletzt dank dem renaturierten Inn. Der Wildhüter Thomas Wehrli hat an verschiedenen Orten Wildkameras aufgestellt, um neben den Spuren auch Bilder von den Fischotter zu kriegen. Um an eine von diesen Kameras heranzukommen, müssen wir durchs Wasser. Und weil wir nicht wie der Fischotter 70'000 Haare pro Quadratzentimeter haben, gibt es für mich eine Fischerhose. So, das wäre deine Hose. Ja. Hast du eigentlich schon mal einen live gesehen? Nein, noch nie. Hoffen auf heute Abend. Dann gehen wir mit dem Nachtsichtgerät auf die Suche und hoffen, einen live zu sehen. Aber du hast, ich spüre das, ein unglaubliches Feuer für die Tiere. Ja, das ist ja so. Ja. Was macht die für dich so faszinierend? Ja, weil man sie nie sieht. Alle anderen Tierarten, die kann man ein bisschen berechnen, das weiß man, wo die sind. Aber die weiß man nicht, wo sie sind. Man sieht sie nie und immer nur mit indirekten Nachweisen. Ja. Ja. Lassen wir hier den Tipp wechseln. Wieso hast du eigentlich gerade diese Brücke ausgewählt? Das hier ist eine absolute Fischotterbrücke. Sie muss tief sein, sie muss dunkel sein, sie muss ein Bankett haben, Steine, die man draufschiessen kann. Und das ist da wirklich absolut ideal. So fischottergerecht wie die ist längstens nicht jede Brücke. Das erlebt auch Irene Wieberger immer wieder. Biologin ist Geschäftsführerin von Pro Lutra, der Organisation, die sich für die Fischotter und ihre Rückkehr stark macht. Sie kennt auch Orte, wo es für einen Fischotter gefährlich werden könnte. Diese Brücke ist ein Beispiel dafür. Für den Fischotter ist es so, dass es mindestens auf einer Seite setzt ein Bankett hat oder einen Uferbereich. Manchmal langt er, wenn es schon Steine hat, dass er da markiert und auch drunter drunter bleibt. Aber wenn es einfach so wie hier, wenn man jetzt drunter hineinschaut, sieht, es hat überhaupt kein Bankett, dann animiert es ihn, um darüber rauszukommen. Wenn es kein Bankett hat, schwimmt er tatsächlich nicht einfach unten durch, sondern geht oben drüber. Und tappt dann halt zumindest über die Strasse. Wieso er nicht einfach unten durchschwimmt, ist unklar. Klar ist, oben durch kann tödlich sein. In Holland zum Beispiel ist von 450 Fischotter ein Drittel überfahren worden. Das wollen die Forschenden in der Schweiz verhindern. Darum haben sie 560 Brücken im Kanton Bern untersucht. 29 davon sind als Fischotter gefährlich eingestuft worden, 12 als sehr gefährlich. Tönt jetzt also nicht nach sehr viel. Trotzdem ist es ein grosser Prozentsatz, wenn man denkt, dass der Fischotter ein grosses Territorium hat und vielleicht jeder Fischotter eine oder zwei Brücken in ihrem Territorium gefährlich ist. Und das heisst also, es hat wenig, das ist gut, aber wir haben derartige, die gefährlich sind, und die sollte man anpassen, damit der Fischotter unten durchgeht und nicht drüber geht. Sonst verschwindet er wieder, wie Ende 90er Jahre. Intensive Jagd, zu wenig zu fressen und veränderte Lebensräume haben ihm dort mal zugesetzt. Und PCB, ein Gift, das die Fische und so indirekt auch die Fischotter vergiftet hat. 20 Jahre nach dem Verschwinden ist er wieder auftaucht. Die Überwachungskamera vom Bündner Kraftwerk Reichenau hat ihn beim Fischen verwischt. Musik 2005 hat das Hochwasser auch das Berner Fischotter zurückgebracht. Heute leben 5 bis 7 Otter in dieser Region. Wahrscheinlich Nachkommen von den Tieren, die beim Hochwasser aus dem Tierpark Tellhölzli ausgebüxt sind. Einzelne Tiere sind später auch in anderen Gebieten, wie in Genf oder im Tessin, auftaucht. Insgesamt dürften aktuell etwa 15 Fischotter in der Schweiz zu Hause sein. Eine Population im Engadin und eine in Bern. Er verbreitet sich aber nur sehr langsam. Ja, der kommt wirklich langsam. Wir warten, bis er auf eigenen Pfoten zurückkommt. Und das braucht seine Zeit. Und er wird sich nicht überall niederlassen können. Also in Regionen, die nur so aussehen oder sehr schlecht
schlechte Fischbestände haben, weil sie sich nicht halten können. Und es gibt vielleicht Löcher, das wissen wir gar nicht so genau. Löcher quasi in dem ganzen Gewässersystem, wo der Fischotter vielleicht durchschwimmt, aber nicht bleibt. Und das hängt alles zusammen. So ein verbauter Bach wie hier hat nie einen Fischbestand, als wenn es natürlich wäre. Und das hat klaren Einfluss auf den Fischotter. Tatsächlich trifft der Fischotter an vielen Schweizer Orten nicht auf heimelige Lebensräume. Ein Beispiel: Fast 15.000 Kilometer Gewässer im Land sind verbaut und begradigt. Im Engadin ist der Inn renaturiert worden. Und der Fischotter ist wieder da. Und hat hoffentlich auch vor dieser Wildtierkamera posiert, wo wir gerade Speicherkarten rausgenommen haben. Schauen wir dem daheim, was da drauf ist. Dass ich hoffentlich wenigstens schon mal einen Fischotter gesehen habe. Ja. Wenigstens einen. Thomas, wir haben es ja in dieser Sendung von Rückkehrer. Mit was für Rückkehrer hast du neben dem Fischotter sonst noch zu tun als Wildhüter? Ja, da gibt es einige. Also, ganz aktuell ist Wolf. Wir haben natürlich kein Wolfsrudel bis jetzt da, aber Einzelwölfe haben wir immer wieder. Dann haben wir ganz in der Nähe einen Luchs. Bachgeier haben wir schon länger. Dann haben wir da speziell auf dieser Fotofalle festgestellt, dass wir Iltis haben im Oberengadin. Haben wir gar nicht gewusst bis jetzt. Ja, doch, sind doch einige, ja. Nicht alle von ihnen sind wie der Fischotter von allein wieder zurückgekommen. Sie mussten wieder angesiedelt werden, was alles andere als einfach ist. Ein Beispiel. Der Steinbock. 1809 wurde das letzte Tier in unseren Alpen abgeschossen. Fast 100 Jahre später hat der Wilderer Joseph Berard im italienischen Aostatal junge Steinböcke gestohlen und sie in die Schweiz geschmuggelt. Der Bundesrat wusste davon und das Eidgenössische Jagdinspektorat hat die Aktion nebst privaten Spenden mitfinanziert. Jahre später wurden in den Alpen, etwa in St. Gallen oder Graubünden, Steinböcke ausgewildert. Mittlerweile leben wieder rund 17.000 Steinböcke in den Schweizer Alpen. Alle Tiere sind Nachfahren der Urherde aus Italien. Deshalb ist innerhalb einzelner Steinbockgruppen die genetische Vielfalt sehr gering. Es droht Gefahr durch Inzucht. Eine Population mit hoher genetischer Vielfalt ist besser gerüstet für die Zukunft, etwa gegen Klimaveränderungen oder neue Krankheitserreger. Deshalb werden heute immer wieder Steinböcke umgesiedelt. Wie hier im St. Galler Weißtannental oder im letzten Jahr am Berner Stockhorn. Auch er wurde gejagt bis zu seiner Ausrottung Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Bartgeier. Und auch er wäre nicht von allein zurückgekehrt. Vor 30 Jahren wurden deshalb in der Schweiz die ersten jungen Brutvögel ausgewildert. Seither immer wieder. Letztes Jahr wurden Nummer 50 und 51 ausgewildert. Bella Rosa und Donna Elvira. Im Alter von circa 4 Monaten werden Bartgeier flügge. Dank GPS-Sendern können die Forschenden ihre Geier auf ihren Reisen verfolgen. Das ist natürlich für uns, die in diesem Projekt arbeiten und auch eine Beziehung haben zu diesen Vögeln, weil wir hier sehr nahe dran sind, sehr schön, dass wir dank diesen Satellitensender meistens täglich, häufig sogar stündlich schauen können, wo die Bartgeier sind. Jetzt Donna Elvira sehe ich hier gerade, ist im Berner Oberland immer noch. So zwischen Tadelboden und Zweisimmen. Und sehen auch, die letzten Monate war das ihr Hauptgebiet, wo sie ihre Nahrung gefunden hat und unterwegs war. Heute schätzt man den Bestand im gesamten Alpenraum auf rund 350 Tiere.
Doch wie beim Steinbock ist es auch beim Bartgeier eine Herausforderung, eine genetische Vielfalt zu erreichen. Was wir vor allem noch ein Auge drauf haben, ist Genetik. Die Tiere sind noch relativ im Schnitt näher verwandt. Es gibt die Inzuchtrisiken. Und mit den Auswilderungen, die wir im Moment machen, schauen wir vor allem darauf, genetische Diversität, neue Blutlinien in die Population zu bringen. Bilder von Bartgeiern in der Schweiz bei ihren ersten, bald schon erfolgreichen Flugübungen. Bei drei wildgeschlüpften Jungvögeln in Frankreich entdeckten die Forscher jedoch, dass diese flugunfähig waren. Man befürchtet erste Anzeichen von Inzucht. Die Federn hatten sich nicht richtig entwickelt. Im Vergleich zu einer gesunden Feder oben fehlen bei der Feder unten die Federäste-Verbindungen. Sie bilden keine richtige Tragfläche. Bei verschiedenen Maßnahmen versuchen die Forschenden, die europäischen Kolonien miteinander zu verbinden. Mit Futterquellen locken sie Bartgeier von den Pyrenäen über das Zentralmassiv in die Alpen. Im letzten Jahr ist in den französischen Alpen bereits ein erster Jungvogel geschlüpft, von dem ein Elternteil aus den Pyrenäen stammt. Ein erster Erfolg. Seit über 30 Jahren ein Riesenaufwand für ein Tier, damit es auch in der Schweiz wieder heimisch wird. Ist das die Aufgabe des Menschen? Das ist eine moralische und ethische Frage oder auch moralisch-ethischen Entscheid. Also wir haben die Art quasi hier ausgelöscht in diesem Lebensraum. Und wir haben jetzt die Chance, wie wir das wollen und für richtig finden, sie wieder zurückzubringen. Mit jedem Handeln und Nicht-Handeln greife ich mir in die Natur ein. Im Engadin sind die Fischotter nicht aktiv wieder angesiedelt worden. Sie sind von selber gekommen. Also Walbündner, zugewandert aus dem Tirol. Zum erfahren, wie viele Tiere etwa rum sind und auch um die genetische Vielfalt zu überwachen, sammelt der Wildhüter Thomas Wehrli die Hinterlassenschaften der Fischotter. So kann man per DNA die einzelnen Tiere bestimmen. Ah, schau mal da, da. Ah, schau mal da. Ganz frisch. Schau mal. Das ist allerhöchstens zwei Tage alt. Also da ist der Fisch oder viel gewesen, ganz ja, das ist noch feucht. Ja, also von dem Code können wir super DNA nehmen. Also der ist von letzter Nacht oder aller spätestens von voller letzter Nacht. Ja. Da nehmen wir noch so gerne Proben. Möchtest du die nehmen? Ja, natürlich. Also ich habe da Hemdchen. Ja. Müsstest du die Hemdchen anziehen? Und die Hälfte von dem Code, da würde ich lange, müsste ich da in das Döschen rein. Und müsstest einfach schauen, dass nicht gerade ein Nasentropfen auch noch runtertropft. Oder genau. Oder gerade müsstest du niessen. Das haben wir dann die DNA von einem neuen Fischotter da und hängen die. Jawohl, das reicht eigentlich schon. Das ist genug. Es ist halt jetzt ein bisschen gefroren von der letzten Nacht, aber das ist normal. Also die finden raus, was es ist. Das gehen wir jetzt heim und füllen es auf mit Ethanol. Mhm. Und dann schicken wir es auf Lausanne, in das Labor. Ja. Und dann geht's. Und dann haben wir dann irgendwann Bescheid. Okay. Die Problematik von dieser ganzen Geschichte ist, dass das Labor ziemlich ausgelastet ist mit Wolfs-DNA, das wir bestimmen. Ja. Und Fischotter, das kommt. Darum geht es immer ein bisschen. Die Prioritätenliste nicht so hoch. Hintragen, ja, genau. Tatsächlich. Seit dem ersten Wolfsrudel im Kalandergebiet 2012 hat sich die Wolfspopulation in der Schweiz exponentiell entwickelt. In den letzten 10 Jahren ist der Bestand auf 18 Rudel angewachsen. Zusätzliche 5 Rudel leben grenzüberschreitend. Das sind rund 240 Wölfe, inklusive tote Tiere und Welpen. Fridolin Zimmermann ist Wildbiologe und koordiniert seit fast 10 Jahren das Monitoring der Großraubtiere in der Schweiz. Es kommt auch darauf an, wie man jetzt dann auch den Wolf wird managen in Zukunft. Wenn man dann stärker eingreifen kann, wird man dann vielleicht auch dann anfangen, sehen, dass es sich dann langsam abflacht. Die Zukunft wird das zeigen. Und darum machen wir auch so ein Monitoring, um zu schauen, wie die Population wird sich entwickeln in Zukunft. Sind die Lebensräume wie im Alpenraum vernetzt, braucht es mindestens 125 Rudel, damit eine Art wie der Wolf überlebensfähig ist.
So eine theoretische Berechnung der IUCN, der Internationalen Union zum Schutz der Natur. Dann könne der Fortbestand gesichert und mögliche Inzucht vermieden werden. Nach dieser Theorie verteilen sich diese 125 Wolfsrudel solidarisch zwischen Nizza und Wien im ganzen Alpenraum. Aufgrund der Eignung und der Größe der vorhandenen Lebensräume. Auf die Schweiz umgerechnet, kommt man dabei auf mindestens 20 Rudel, 17 im Alpenraum und 3 im Jura. Das ist das Minimum, damit eine Wolfspopulation in der Schweiz überleben kann. In der Schweiz haben wir einmal eine Schätzung gemacht, eine grobe Schätzung, dass es könnte, ja, so zwischen 50 und 100 Rudel haben in der Schweiz. Also wenn man den Lebensraum und die Beutetiere anschaut. Aber natürlich hat es auch die Sozialtragfähigkeit. Es ist, wie viele Menschen überhaupt oder die lokale Bevölkerung bereit ist, zu akzeptieren. Und die liegt wahrscheinlich viel tiefer. Wie viel Wolf toleriert der Mensch? Diese soziale Kapazitätsgrenze ist ungewiss. Klar ist, soll die Population überleben, muss sie mindestens 20 Rudel umfassen. Heute sind es in der Schweiz 23 Rudel. Also mindestens so viele, wie es laut der IUCN-Theorie braucht, damit die Tierart überhaupt überleben kann, wenn das Schweizer Vorkommen weiterhin mit den Populationen in den angrenzenden Ländern vernetzt ist. Die Wildtiere sind durch die Berner Konvention, ein europäisches Übereinkommen zum Artenschutz, geschützt. Und das Volk hat Ende 2020 eine Revision des Jagdgesetzes abgelehnt, welches unter anderem den Abschuss von Wölfen erleichtert hätte. Trotzdem will das Parlament den Wolfsschutz lockern, sodass ein Wolf auch präventiv abgeschossen werden kann, also noch keinen Schaden angerichtet hat, aber zum Beispiel die Scheu vor dem Menschen verloren hat. Das Gesetz ist jedoch noch nicht in Kraft. Gegen die Lockerung wurde das Referendum ergriffen, dessen Frist Anfang April abläuft. Dann kommt aus, ob das Jagdgesetz nochmal vors Volk kommt. Im Vergleich zum Wolf dehnen sich Luchspopulationen nur langsam aus. Und er kam nicht von sich aus wieder in die Schweiz zurück. Der Luchs wurde in den 70er Jahren aktiv wieder angesiedelt. Heute leben wieder rund 260 Luchse in der Schweiz. Die meisten in den Nordwestalpen, der Rest im Jura. Ihr Lebensraum ist aber nicht vernetzt. Die automatische Durchmischung bleibt aus. Deshalb ist es auch beim Luchs wichtig, den Überblick über dessen genetische Entwicklung zu haben. Die Biologin bereitet Muskelproben von toten Luchsen für die DNA-Extraktion vor. Rasen und auch Zug, sie fordern sehr viel Opfer, ja. Man muss natürlich auch sagen, dass man die immer findet. Während dem Luchsen, der irgendetwas sterbt im Wald, die findet man nicht. Oder? Darum reden wir immer von bekannten Verlusten, also nicht von der Gesamtmortalität, sondern wirklich das ist das, was wir erfahren. Seit über 20 Jahren erforschen die Biologinnen und Biologen die genetische Entwicklung der Luchspopulationen. So haben sie herausgefunden, dass die genetische Vielfalt der Jura-Population minim größer ist als diejenige in den Nordwestalpen. Der Aufstieg ist durch eine Einwanderung von zwei Tieren aus dem Alpenraum. Und beide haben sich sehr gut reproduziert. Und hat es dann den Anstieg gegeben, aber seither hat keine Einwanderung mehr stattgefunden. Und dann nimmt es einfach ab. Also wir hocken da so ein bisschen auf einem Pulverfass, weil es ist wirklich so, dass wenn die Werte jetzt weiter absinken, irgendwann ist passiert etwas, oder? Da kommt eine Krankheit rein oder es gibt einfach Probleme mit der Fortpflanzung. Es kann sich ja ganz unterschiedlich äußern. Die langfristige Erhaltung des Luchses in Europa kann nur mit der Hilfe des Menschen gelingen. Zum Beispiel mit der Schaffung von Wildtierkorridoren oder mit Umsiedlungen. Hier Bilder eines Schweizer Luchses, der im deutschen Pfälzerwald besendet und dann ausgewildert wurde. In Zukunft könnten auch Zoos ihren Teil beitragen. Wie die zukünftigen Nachkommen dieses Luchspaares aus Tschechien, das seit Anfang Februar im Tierpark Delhölzli wohnt.
Viel über die Lebensumstände der Luchse und deren Gesundheit verrät den Forschenden die Arbeit draußen im Feld. Sven Siegner ist unterwegs ins bernische Diemtigtal. Er will herausfinden, wie es Kuna geht, einer Luchsin, die er erst kürzlich besendet hat. Sie hat hier ein Wildtier gerissen. Diesen Riss will Siegner genauer anschauen. Und bei den Tieren, die man fängt und mit dem Halsband einmal wieder freilässt, ist es so, dass man zwei, drei Wochen nach dem Fangen probiert, den Stress zu bestätigen. Also einfach zum Sichergehen, dass das Tier den Fang gut überstanden hat und wieder in der Lage ist, zum Beute zu machen. Siegner will die Rissstelle untersuchen. Die GPS-Daten auf seinem Handy zeigen, wo der Luchs ein Tier gerissen hat. Die Luchsin darf jetzt nicht mehr in der Nähe der Rissstelle sein. Sein Telemetriegerät kann ihren aktuellen Standort lokalisieren. Ja, also jetzt bin ich sicher, dass sie am Gegenhang ist. Wegfrei zur Rissstelle. Unterwegs erkennt Siegner auch typische Luchsspuren. Hier hat der Luchs markiert. Man sieht, wie die Spur so hierher führt. Und nachher wie eine Pfote gekehrt hat. Und dann so da steht und an den Bäumchen markiert und nachher wieder weiterläuft. Siegner nutzt alle seine Sinne. Also hier bei dem Rinderstock. Ganz alt kann ich da nicht sehen, wenn es schon einschmeckt mit meiner schlechten Nase. Der Riss liegt abseits. In sehr steilem Gelände mit viel Unterholz. Ganz typisch für Luchse. Das ist sicher eine Gams, die er hier gerissen hat. Was man zum Beispiel sieht, ist, dass hier wirklich keine Haut und Knochen ist. Also, der Luchs ist bekannt dafür, dass er, wenn er ein Beutetier hat, da extrem sauber auffrisst. Also, da ist die Barhaut, da ist kein Gramm Fleisch mehr dran. Und auch hier die Knochen sehen. Der Luchs hat eine Zunge, die extrem rauch ist. Und da kann das Fleisch richtig von den Knochen abschaben, wie mit Schleifenbier. Und auch hier praktisch kein Fleisch mehr dran. Sven Siegner nimmt die Körpermaße auf. Alles liefert wichtige Informationen zum Raub- und Beutetier. Ja, obwohl jetzt auf den ersten Blick da noch mal ganz viel vorhanden ist, sind da schon extrem wichtige Daten für uns. Wir wissen, dass er ganz kitzig gerissen hat. Wenn wir da genug lange Daten sammeln, haben wir dann einen sehr genauen Überblick, wie das der Luchs in die Beutetiere Populationen eingreift und was das dann für Auswirkungen hat auch auf die Beutetierpopulation. Wir wissen, dass eben speziell beim Gams greift der Luchs vor allem bei den ganz Jungen und bei den ganz Alten ein. Eben die, die sowieso eine erhöhte Sterblichkeit haben, der macht das intuitiv richtig. Kuna geht es also auch nach der Besenderung gut. Ihre Daten werden auch dieses Jahr wertvolle Informationen über das Verhalten und die Gesundheit der Luchse liefern. Im Engadin sind wir beim Wildhüter Thomas Wehrli zu Hause angekommen. In seiner Garage bereitet er amigs Kotproben der Fischotter fürs Labor vor. Dank einer DNA-Analyse kann man Tier dann bestimmen. Und er checkt hier die Speicherkarten aus den Wildtierkameras. Jetzt die von heute. Vielleicht kommt ja endlich einer der Bündner Fischotter zu sehen über. Lass mal schauen, was die Speicherkarte drauf hat. Ja. Manchmal ist er so schnell durch, dass es nicht auslöst. Wir müssen mal schauen. Also, schau jetzt an. Da kommt wir schon der Erste. Jawohl. Das sind die Fischotter, ganz sicher, die wir gesehen haben, die die Spur hinterlassen haben. Also die erste Foto, wir haben schon einen. Ja, jetzt gehen wir mal ein Foto nach dem anderen durch. Schau, er kommt hin. Ah, das sind super Aufnahmen. Und das sind Blitzaufnahmen, oder? Er lässt sich überhaupt nicht beeindrucken vom Blitz. Wäre schön, wenn ein zweiter käme. Nur schon die Aufnahmen sind sensationell, muss ich sagen. Boah! Oh, das ist schön. Das ist eine ganz herrliche Aufnahme. Aber er schaut jetzt schon die richtige Kamera. Ja, er merkt schon, dass etwas ist. Aber super. Jetzt ist er wieder im Wasser und adieu. Ah, das sind jetzt aber wirklich schöne Bilder. Also, das siehst du wahrscheinlich nicht jedes Mal so, oder? Vielfach bist du enttäuscht. Vielfach, wenn du gehst, in die Batterie unten oder hast du die SD-Karte vergessen reinzutun. Das gibt's alles. Aber die Fotos, die er hier im Wasser steht. Die, wo er so in die Kamera hineinschaut. Ja, die ist super.
Also, es ist wirklich ein Glücksfall. He? Manchmal gehst du den Tag lang und spürt nicht, wo er ist. Ja. Merkt nicht, was er macht. Und auf einmal findet man, ja, er steht und genau noch vor der Kamera durch. Super. Ich muss ihn jetzt noch mal genau anschauen. Ja. Weil vielleicht ist das ja der erste und der letzte, den ich heute sehe. Nein, ich habe noch Hoffnung für heute Abend. Ja, wer weiß. He? Aber immerhin, etwas haben wir. Ja. Das hat sich gelohnt. Schön. Ja. Ein paar Stunden später gehen wir wieder dort hin, wo wir am Vormittag schon waren. Wenn er sich blicken lässt, dann jetzt in der Nacht. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir die Spuren gesehen haben. Aha. Also wenn, dann haben wir hier noch Chancen. Ja, wahrscheinlich auch die letzte Chance, um ihn zu sehen. Aber das Einzige, was sich bewegt, ist das Wasser. So sieht es übrigens aus, wenn ein Fischotter herumschleichen würde. Die Bilder hat der Thomas Wehrli von einem Kollegen bekommen, der live einen gefilmt hat. Mir scheint das Glück trotz viel Geduld nicht zu haben. Da ist nichts bei mir. Nein, bei mir auch nicht. Leider nein. Ja. Ich befürchte, ich muss mich mit diesen Bildern aus der Fotofalle begnügen. Das wird heute nichts. Ja, es wird auch mein Schicksal sein, wahrscheinlich in Zukunft. Wobei, irgendwann wirst du ihn hoffentlich schon mal sehen. Ja, irgendwann klappt es dann schon. Ich habe bis jetzt zwar keinen Fischotter live gesehen, aber immerhin Spuren, die davon zeugen, dass sich der Walbündner in seiner neuen Heimat wohlfühlt. Nicht zuletzt dank dem Lebensraum rund um einen renaturierten Fluss. Der Fischotter steht beispielhaft für alle Rückkehrer, die aktiv wieder angesiedelt wurden oder von selber wiedergekommen sind. Sie brauchen natürlich Platz, ihren passenden Lebensraum. Darum ist die entscheidende Frage, wie viel Platz der Mensch diesen Wildtieren geben will. Nach den Fischottern hätten wir auch noch die richtig grossen Wildtiere für euch und nehmen euch mit vom eiskalten Engadin ins schön warme Kenia. Zu den Elefanten, den Nashörnern und den Giraffen. Hier zeigen wir euch, was gemacht wird, um die Wildtiere dort zu schützen und wieder ansiedeln. Spannende Sendung mit einem Haufen wunderbarer Bilder. Viel Spass beim Schauen. Einstein wurde Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X.